Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Prey. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich gehe mal hier aufs Dach. Ich habe ja hier die Brücke ausgefahren. Das führt da oben hin. Ich muss jetzt in den Außenbereich, um irgendwie die Koralle zu scannen. Eigentlich haben wir da genug so... Guck mal, wir haben so viel Koralle da. Warum kann ich die nicht einfach hier scannen? Nein, ich muss in den außenblöden Bereich. Wo führt mich das denn hier hin? Das ist die Brücke, die ich hier ausgefahren habe. Weiter geht's mit Prey. Prey, let's play. So. Ach, das ist seine persönliche Rettungskapsel, mit der man hier abhauen kann. Die hat er hier auf dem Dach bei sich, im Büro. Dafür brauche ich aber auch einen Schlüssel. Das habe ich ausgefahren. So, dann schauen wir mal, wie ich in den Außenbereich komme. Korallenknoten, das ist doch da gut. Da unten ist der Fahrstuhl. Ich gehe mal hier lang. Okay, da unten haben wir den Weber. Gleich mal vorbeihuschen. Mehrere Ziele, mehrere Ziele. Ah, guck mal, hier haben wir eine Luftschleuse. Das ist ja perfekt. Perfekt. Raus in den Außenbereich. Und Daumen nach oben fürs Video. Wenn ihr wollt. Wenn euch das Let's Play noch gefällt. So, der Außenbereich. 1960. Die Sowjetunion trifft im Zuge des Vorona-Zwischenfalls auf außerirdische Lebensformen. Ja, das stimmt. Wer kennt das nicht in den 60ern? Die haben das aber vertuscht. Das war nur ein Wetterballon. Haha. In den meisten Fällen waren es doch sowieso immer nur Wetterballons. Und wollen wir wetten, das ist nicht die einzige Koralle, die ich hier scannen muss im Außenbereich. Da muss ich wahrscheinlich noch irgendwo rein. Wahrscheinlich muss ich dann wieder voll weit durch die Station. Irgendwie, keine Ahnung, zum Frachtraum, zum Generatorraum oder so ein Scheiß. Und dann die, die Koralle da scannen. Boah. Die wissen echt, wie man einen echt auf den Sack gehen kann hier in dem Spiel bei Prey. Das sind immer fiese Gegner und fiese Laufwege. Mikrogravitation entdeckt. Yo! Telefon. Oh, oh. Ich habe über das Video nachgedacht, das Alex Ihnen gezeigt hat. Und? Ihr Bruder glaubt, dies sei Ihre echte Version. Aha. Aber warum? Nur weil sie zuerst da war? Hätte sie jemand erschaffen, wäre ihr wahres Selbst wohl das, das den von ihrem Erschaffer beabsichtigten Zweck erfüllt. Ich weiß, wer mich erschaffen hat. Und warum? Hat sie jemand erschaffen, Morgan? Wurden sie zu einem Zweck erschaffen? Falls nicht, müssen sie ihren eigenen Zweck erfinden. Oder sie haben keinen. Aha. Seltsam. Ich weiß so vieles über sie. Aber ich weiß nicht, was sie glauben. Sie müssen sich entscheiden, Morgan. Wer sind sie? Das wüsste ich auch gern. Korallenknoten. Das ist aber ganz schön weit weg. Wollen wir wetten, dieser Korallenknoten ist nicht einfach so da, sondern wird bewacht von irgendeinem Knotenmacher? Weber heißen die. Zu sehen ist jetzt hier gerade nichts. Ist es unter dem Dach noch? Kommt man denn da hinten? Nachricht schon wieder? Ich will dich nicht beunruhigen, aber... Aber? Es gab einen Start von der Argus-Plattform. Was? Der Vorstand hat von der Situation hier Wind bekommen. Aha. Das war wohl unvermeidbar. Obwohl ich alles versucht habe. Darum müssen wir schnell und entschlossen handeln. Sie wollen es uns aus der Hand reißen, Morgan. Alter, der Weber nervt ja. Der schießt die ganze Zeit hier Scheiße. Heißt das, die haben haben die eine Rakete geschossen oder kommen da jetzt welche her? Aber der macht die ganze Zeit neue, der Weber. Kann ich die ganze Zeit auf die Dinger schießen, wenn der Weber hier ständig rumnervt? Und die Dinger fliegen mir auch die ganze Zeit hinterher, ne? Ja. Wie nervig ist das denn? Oh, dafür geht er aber schnell tot. Ah!
da rein? Ich muss da rein, ey. Nee, da kann ich doch nicht rein. Doch, da kann ich rein. Korallen kommt da lang. Oh, nicht die hier in der. Weg. Das ist aber nicht der Außenbereich, echt. Ah, guck mal, da ist die Koralle rot. An dem Ding. Kann ich die von hier schon scannen? Ja. Schneller. Nein! Hau ab! Weg da! Ich bin am Scannen! Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Natürlich weitere Proben benötigt. Sie vereint die Psyche all ihrer Opfer in sich. Na toll. Deine Vermutung war richtig. Sie besitzt eine Art Neuralstruktur. Überall synaptische Aktivität, als würde sie kommunizieren. Jetzt nur noch einer. Ich wusste, du schaffst das. Vater hat mich davor gewarnt, die Zukunft der Firma zu sehr auf deinen Ideen aufzubauen. Gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Wir sind ein gutes Team morgen. Das ist auch da drin, Mann. Die töten also alle die Typhons und dann sammeln sie deren Erinnerung in diesen Dingern. Und dann weben die hier rum. What the fuck? Oh, diese Viecher. Wer programmiert die? Keine gerade Linie fliegen hier. Oh, aua. Kann ich das nicht von hier scannen? Oh, ich komme nicht an diesem Rohr vorbei. Schneller! Sie haben Angst. Nein, nichts, was die Erinnerungsbildung stört. Forschung abgeschlossen. Was war das denn? Exzellente Arbeit. Jetzt müssen nur noch die Daten integriert werden, nachdem du sie hochgeladen hast. Nur anhand der Scan-Daten schwer zu sagen, aber... Warte. Was ist? Da ist eine Art neuraler Stolperdraht in der Koralle. Was? Verdammt! Morgen, komm zurück ins Büro. Wir müssen sofort deine Daten hochladen. Schnell! Zurück ins Büro? Okay, das ist wenigstens nicht ganz so weit weg, wenn ich die richtige Luftschleuse wieder finde. Ich bin von da oben gekommen, ne? Eieiei. Ich bin doch nur gerade nach unten geflogen. Besatzungsquartiere. Rumpfdurchbruch. Da muss ich, glaube ich, rein. Ja. Da guck mal, aber dass die Koralle hier schon nach außen trifft, da ist die Station, das Arboretum da oben und da geht es dann halt schon raus nach oben. Okay. Aber diese Nachrichten von January, wie die echte Morgen sind oder nicht. Gebremst. Fast wieder gegengeknallt. Okay, es ging ja nochmal gerade ganz gut mit dem Scannen, ey. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das der Außenbereich war. Du musst zwar Außenbereich rumfliegen, aber dann trotzdem ist es da irgendwie an diesem Generator. Als ob sie auch die Energie noch brauchen und die Radioaktivität von der ganzen Station, um besser ihre Koralle, da dieses Gewebe zu formen. Weil da ist ja überall auch immer Radioaktivität dabei und dann diese Nester bei den Weber. Das benutzen sie auf jeden Fall auch irgendwie noch. Die bauen also quasi fast damit so ein großes Gehirn. Aber was wollen die damit? Die Aliens. Wozu? Wir sind, also das Spiel heißt ja Prey, das heißt, wir sind deren Opfer sozusagen, dass sie uns jagen und sich dann da unsere Gehirnwellen ermächtigen
Und dann bauen die damit die Koralle, aber der Zweck dafür, werden die dadurch besser, stärker? Können sie damit noch kommunizieren und uns besser verstehen oder so? An meinem Terminal kannst du die Daten hochladen. Okay. Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Typhon werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Sie werden dich jagen. Nein. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Die soll mich nicht jagen. Ich will die Koralle gar nicht zerstören. Ich will alles zerstören. Weg da, du blöder... Hui! Dann sind wir in den Arsch geschossen. Etwas, das mir helfen soll, auf dem Tisch. Wieso hat er denn jetzt hier schon wieder was hingelegt? Ein Typhon-Köder, oh toll. Neuromods 3. Hier liegt noch mehr. Aha. Ah, hier sind drei Programme da. Vorher waren es nur zwei. Da. Korallendaten hochladen. Kaspar, Intercept-Protokolle laufen? Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Nicht von mir. Etwas... oder jemand... Scheiße. Scheiße? Hier spricht Commander Walter Dahl. Aha. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Nice. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dallover. Die Cheffraktion ist gekommen. Und sie helfen die Leute zur Evakuierung. Oh, oh, oh. Militäroperator. Oh, die sind krass bewaffnet, die Viecher. Vitalwerte kritisch. Ja, Alter, was haben die für Laser? Ein paar Lebenspunkte wieder zurückkriegen? Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, oh, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Willst du mich verarschen? Der Repo-Man? Alter, jetzt reichen mich auch noch so eine miesen Kampfroboter-Überdinger ein, oder was? Wer schafft dir Zugang zu Dahls? Ja, ja. Schlüssel. Alex versteckt sich, bis Dahl und seine Techniker ausgeschaltet sind. Ja, natürlich versteckt er sich, weil er ein verfickter Feigling ist. Verschafft ihr Zugang zu Dahls Kommando-Shuttle im Shuttle-Deck? Ja, ist klar. Sind da auch noch Soldaten dabei? Ich krieg den scheiß Zündschlüssel nicht. Ich kann keine der Enden machen. Nicht eher, dass fertig ist. So, wo muss ich denn am besten lang? Mehrere Ziele. Das. Terminal. Ist da unten lang irgendwo. Morgen. Was? Dahl wird wissen, dass sie kommen. Mhm. Das Transtar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Retten. Diese Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Auf Dahls Spur. Ich kann unentdeckt bleiben dann. Deaktiviere das Tracking-Armband. Aber du weißt schon, dass in der Datenzentrale eigentlich noch ein fieses Viech warten, ne? Den ich nie getötet habe. Ist doch nicht mehr ernst. Aber guck mal, die ballern sich hier aber auch ganz gut durch, die Roboter, und machen die ganzen Typhons tot. Das ist cool. Wenn die mich nicht angreifen würden,
Würde ich die voll geil finden. Habt ihr eben oben gesehen da? Der brennt die ganzen Teilchen weg. Voll geil. Gut, dass die Datenzentrale ja noch genau hier vor meiner Nase ist. Jetzt ist hier echt mal wieder echt was los auf der Station. Jetzt machen wir nicht die Typhons-Schwierigkeiten, sondern die ganzen Militär-Operator, die hier rumballern und alles auslöschen wollen. Ist die Frage, will er die Leute wirklich evakuieren oder will er wirklich hier alles auslöschen, der Dahl? Von mir ist beides recht. Mir ist beides recht. Okay. Na? Hast es bald? Hoffentlich ist der Techno-Dingens nicht mehr in der Datenzentrale. Der ist natürlich noch da. Gut, aber ich könnte. Was denn jetzt schon wieder? Jedes Mal ruft mich irgendeiner an. Morgen. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein. Ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Aha. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Ja. Wieder einen immer one-hitten können, die Dinger. Morgen. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein. Ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Mhm. Neues Ziel. Macht Dahl kampfunfähig. Nicht töten, sondern nur kampfunfähig machen. Triff Ikwe in deinem Büro. Okay, aber trotzdem muss ich mich dafür auch unsichtbar machen. Mehrere Ziele, Terminal. Nein, da sind zu viele Viecher. Ich bin nicht das letzte Mal da hochgekommen. Hier spricht alles hier an alle Überlebenden der Talos 1. Was ein bisschen nervig ist, dass ich jedes Mal die gleichen Nachrichten anhöre. Rechts war doch die Treppe, ne? Kann ich da rein? Ist die Tür noch offen? Morgen. Ja. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein. Die war im Nebenraum. Ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Mann, lass das doch. Hör doch einfach auf mich zu schießen, ey. Ich bin jetzt keine Bedrohung mehr für euch. Sondern die anderen. Die sind viel schlimmer. Wenn es wenigstens nur der wäre. Nein, da sind noch andere Fans. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein. Ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Oh. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir... Hau doch ab! Stellt sich das Phantom da immer in den Weg? Morgen, ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für sie da. Wenn sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nicht. Hey, hat er jetzt gerade wieder auf mich geschossen? Das war nicht der Kleine, der mich getötet hat, oder? Ich hab doch eine EMP-Granate geschmissen. Damit kann man den auch kurz ausschalten, Mann. Ich muss Morgen. Doch nur zu diesem blöden Terminal. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für sie da. Wenn sie so nett wären,
hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an. Oh komm, ich habe echt keinen Bock mehr, Leute. Ich will doch da oben hin nur. Zu dem scheiß Terminal. Warum komme ich an denen nicht vorbei? Warum reagieren die immer so gut? Und müssen die immer so Angriffe haben, die mich überall treffen können? Morgen, ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für sie da. Wenn sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Alles nach. Wo ist das Ding jetzt? CN9-Blackbox-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Ey. Und da ist jetzt auch noch wieder so ein Operator. Wo kommt der denn eigentlich her? Hier, der hier. Nein, nicht der. Der ist nicht down. Jetzt. Alter. Hubstrahlmunition. Ja, danke schön. Was war das denn schon wieder? Die werden hier neu gebaut? Nicht dein Ernst. Kann ich das kaputt machen? Operator Dispeller gehackt. Alter. Ihr Bruder mag Mikrofone, Scheinwerfer. Er kann nicht widerstehen. Er steht gerne im Rampenlicht, obwohl er sich versteckt. Und Sie laufen herum wie eine nervöse Ratte. Ja. Ich höre Sie, wie Sie an den Kabeln knabbern und in die Ecken scheißen. Versuchen Sie, Ihr Chaos zu retten oder sich aus dem Staub zu machen. Ich bin auf alles vorbereitet. Aber das... Das ist wahrhaftig ein Meisterwerk. Sie können stolz sein. Dahl gefällt mir. Der versteht wenigstens seinen Job. Ich kann hier nichts machen an dem. Tracking-Armbänder. Tracking-Protokoll. Was soll ich denn hier machen, Leute? In der scheiß Datenzentrale. Geht gar nichts. Verschafft ihr Zugang zu Dahls Kommando-Shuttle? Und dann das ja, aber... Keine Aufgabe für das. Ich muss nochmal zurück zum Büro, ja. Aber die haben doch gesagt, ich kann hier in der Datenzentrale, wo ich jetzt bin, an einem Terminal die Tracking-Armbänder zurückstellen. Hier wird das Terminal ja auch angezeigt, hier. Aber ich habe doch die Nummern nicht. Ein Sicherheitsschlüssel. Neues Schlüsselkarte für Sicherheitsschlüssel. Mhm. Der Terminal hier wird angezeigt. Und hier kann ich halt Nummern eingeben. Eingabe ungültig. Der ist aus. Ja? Dr. Yu, morgen. Oh Gott sei Dank. Ich habe versucht, irgendjemanden aus meiner Kontaktliste zu erreichen. Ich bin im Traumazentrum. Ich wollte hier Vorräte suchen. Ich habe mir beim Stromausfall den Arm gebrochen. Jetzt sitze ich fest. Aliens vor der Tür. Könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Keine Zeit, ey. Hilf dir selbst. Aha. Von Daniel Show. Eines noch. Fast kein Sauerstoff mehr. Falscher Koch. Entflohene Volontär.
Ah, da steht das ja. Verfolge über Sicherheitssituation, Neuromod-Abteilung. Er darf nicht entkommen, der ist ja schon tot. Deswegen wahrscheinlich auch das rote Ausrufezeichen da. Wie finde ich denn die Nummern raus von den ganzen Armbändern? Warum finde ich nirgendwo mein Armband, wo dann Nummer dran steht? Steht hier nur ein Datum da unten und eine Uhrzeit, aber nirgendwo habe ich da eine Information, wie ich das Tracking-Armband ausstellen soll, weil ich nur nicht mal eins dabei habe hier. Ich sehe nirgendwo eins. Von daher weiß ich auch nicht, wie ich dann das Tracking-Armband ausstellen soll, damit ich mich hier ungesehen über die Station bewegen kann, wenn da nichts ist. Ich habe noch 9 Neuromods, 9 Stück. Da kann man noch irgendwas verbessern. Mache ich jetzt mal den Schleichangriff fertig, dann habe ich das hinter mir. Da habe ich noch 3 über. Was haben wir hier für 3? Zerlegen für die Roboter. Dafür brauche ich 4. Naja. Ich habe hier auf jeden Fall in dem Raum hier noch, hier kann ich Sachen bauen. Habe ich einen Links. Ich kann mich auf jeden Fall hier nochmal vorbereiten. Vielleicht Munition bauen für verschiedene Waffen noch. Ich habe noch eine Recyclerladung, Fabrikatorplan. Bevor ich hier weitergehe. Ich kann hier sind schon die richtigen Terminals hier für die Tracking-Armbänder. Hier Tracking-Armbänder-ID eingeben. Aber ich erfahre ja nirgendwo dafür die IDs. Da stehen noch ein paar Nummern drauf. Wem haben wir denn da alles noch? Carlos, Dive, Vincent. Aber auch nicht meine. Das sind die ID-Nummern, glaube ich. Deactivated ist der. Vincent Schnubbel, wie der hieß. Aber mein eigenes Ding. Ist hier noch eine Tafel? Das kann man denn damit eingeben, oder? Nö, aber hier sind doch nur Zahlen. Da sind ja teilweise noch Striche und so dabei. Hier hinten steht nichts drauf. Ja. Gut. Charakteranpassung benötigt. Dann werde ich, glaube ich, sagen, gehe ich in der nächsten Folge zurück zum Büro, um mich da nochmal mit Ikwe zu treffen. Triff Luther Dingsons, aktiviere das. Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapselschlüssel. Besatzungsquartiere. Aha. Da hat er noch einen Zweitschlüssel versteckt. Ich wurde von einem Operator namens December kontaktiert, wie General, ne? Und einen Schlüssel zu Alex' Quartier in den Besatzungsquartieren. Der Tresor enthielt alte Transcribe-Protokolle von mir und einen Schlüssel zu Alex' Quartier. Ich glaube, da könnte ich vielleicht sogar einiges hier noch abkürzen. In den Besatzungsquartieren. Da werde ich, glaube ich, mal reingucken. In der nächsten Folge, Leute. Gut, dass ich das nochmal gelesen habe, dann gehe ich dann, weil das ist ja hier die vorne gleich. Ich bin ja noch in der Datenzentrale, da vorne raus, dann bin ich in Arboretum, hinten wieder rein in die Besatzungsquartiere und dann gehe ich da mal in Alex sein Quartier rein. Und dann schaue ich mal, ob ich da vielleicht schon eine Kopie von dem Schlüssel bekomme. Dann spare ich mir vielleicht hier einiges an Sachen und kann dann die Station zerstören. Also, danke fürs Einschalten, Leute, und bis zur nächsten Folge von Prey. Macht's gut, ciao, ciao.